Hallihallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Persona 5. Bevor wir die Folge anfangen, möchte ich mich nochmal riesig dafür bedanken. Das Let's Play hat in letzter Zeit deutlich mehr Aufmerksamkeit bekommen, als ich erwartet hatte. Gefällt mir wirklich sehr. Divinity noch nicht so richtig, aber gut zugegeben. Mit dem Let's Play habe ich gerade selber so ein paar Probleme, aber ja. Das ist so eine Sache, da muss ich nochmal drüber nachdenken, aber eventuell könnte es sein, dass ich demnächst ein anderes Projekt mache stattdessen. Mal gucken. Ihr seht außerdem, es gab einen kleinen Zeitsprung seit der letzten Folge, und zwar ist es wieder Abend geworden. Ich habe ein kleines bisschen im Convenience Store gearbeitet, um ein bisschen Geld zu verdienen, die Proficiency zu erhöhen. Und jetzt würde ich sagen, auf meinem Handy steht eine Nachricht, die, wie hieß die gleich nochmal? Die, diese Wahrsagerin halt, ne? Würde sich gerne heute mit mir treffen, und da ich sowieso gerade nichts Besseres vorhabe, mache ich das jetzt einfach mal. Denn sie ist die Star Arcana. Und mit ihr kann ich dann gegebenenfalls gewisse Personas stärker machen. Außerdem die Empress Card keeps appearing. Okay. Achso ja, ich wollte ja vorlesen. Last time I felt that you were having trouble with women, but I sense something different now. Anyway, please be careful. Well then, what would you like to do today? Okay, ich würde gerne einen Verification-Test machen. Dafür hast du mich da reingeladen. Please take a seat. Natürlich doch. Ich nehme gerne Platz. Ja, Moment. Aber meine Verbindung zu ihr wird jetzt momentan noch nicht stärker. Nee, Moment. Dann mache ich erstmal was anderes. Sorry. Dann mache ich lieber mal Folgendes. Und zwar, da hänge ich lieber mit Tsujiro ab, weil sein Confident würde ich noch viel lieber maxen. Einfach weil er nun mal der freundliche Mann ist, der uns hier bei sich wohnen lässt. Okay, the cafe is open for a little while longer. What will you do? Was? What will do you? Hä? Das ist, glaube ich, ein Fehler, oder? Es müsste heißen, what will you do? Was machst du? I can teach you the ropes. Ich kann dir die Seile beibringen? Nee, ich glaube, es heißt eher sowas wie, ich kann dir die Grundlagen beibringen. Okay, auch meine Verbindung zu ihm wird noch nicht stärker, aber ich helfe ihm mal, weil ich langfristig würde ich die gerne auf Stufe 10 bringen. Was heißt überhaupt langfristig? Ich weiß gar nicht mehr, wie lange das Spiel noch geht. Es ist jetzt Oktober. Und wann hat denn das Spiel angefangen? Ich glaube im März, ne? Na gut, okay, dann sind wir eigentlich halb durch. Zumindest der Zeit nach. Hä, echt? Das kann aber auch nicht sein. Erst halb durch? Thanks. Wirklich? Oder bin ich jetzt gerade komplett verpeilt? Ich bin wahrscheinlich verpeilt gerade. Aber es müsste genau ein Jahr sein. Wenn ich mich recht erinnere, hat das Ganze damals mit Kamoshida... Das war im März, oder? Ich weiß gar nicht mehr. Ha, na egal. So, wie viele Tage habe ich denn noch? 5 oder so, ne? Noch ganz schön viel Zeit übrig. Der Schatz war dann halt auf einmal da. Nee, 4 Tage sind es noch. So, wer will denn heute abhängen? Niemand schreibt mir, das beleidigt mich ein kleines bisschen. Und die Frage ist, was mache ich heute? Womit verbringen wir denn mal unsere Zeit? Leute, sagt, gebt mir mal einen Tipp. Nur zu, lasst euch Zeit, ich warte auf eure Antwort. Nein, ich würde ja gerne irgendwas machen, was Proficiency erhöht. Jetzt im Moment kann ich nicht ins Hideout, weil da die warten, um in den Palast zu können. Ich könnte theoretisch nochmal ins Mementos und versuchen, diesen Cheater zu kriegen. Weiß ich gerade. Ich weiß gerade gar nicht. Was machen wir denn mal? Habe ich noch irgendwas anderes, was Proficiency erhöht? Also ich könnte Sachen herstellen, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Ich könnte auch ein Buch lesen. Ich dachte, das könnte ich mal ausprobieren. Ich dachte, es ist in der Bibliothek möglich, auch Bücher zu lesen. Weil ich hatte ja dieses eine über diesen Samurai da, über den Weg der Samurai. Und da war ich ja fast durch. Study Corner. Schau mal. Okay, also Knowledge and Guts wird höher, wenn ich hier... Ah, never mind. Ich dachte, man kann hier irgendwie auch... Hier, Reading Table. Ich glaube, hier geht das.
Ja, sehr gut. Okay, hier kann man auch Bücher lesen. Das ist sehr gut zu wissen. Und dann würde ich sagen, dann lesen wir doch einfach mal Master Swordsman. Fertig. Was auch immer mir das dann bringt. Ich würde mal vermuten Guts, weil bei den Samurai geht es ja die ganze Zeit so um Furchtlosigkeiten so. Ja. A heart that believes in oneself is the truth of Bushido. Also ein Herz, das an sich selbst glaubt, ist die Wahrheit von Bushido. Und die Frage, jetzt bin ich aber durch. Die Frage ist, kriege ich jetzt was Feines? Das war ja dieses Buch, was wir aus diesem speziellen Buchladen hier in diesem einen Distrikt da hatten, den uns Hifumi gezeigt hat. Und ja, ich bekomme 3 Punkte in Guts. Ich bin momentan auf Dauntless, aber das war ich ja vorher schon. Alright. Okay, 3 Punkte. Ich dachte ehrlich gesagt, ich würde ein bisschen mehr kriegen, weil immerhin musste ich 3, nennen wir es Zeiteinheiten dafür benutzen, um das Buch durchzulesen. Das ist schon ganz viel, würde ich jetzt mal sagen. So, verhältnismäßig. Und mir hat immer noch keiner geschrieben. Was ist denn los? Keiner mehr Bock mehr auf mich? Okay, passt auf, dann gehe ich jetzt einfach mal... Wenn das so ist, gehe ich jetzt nochmal Geld verdienen und werde das aber rauscutten, weil ich werde in den Beef Bowl Shop gehen. Da kriege ich ein bisschen Proficiency dazu und kann dann vielleicht, beim nächsten Tag ist dann Samstag. Und das ist dann so ein Tag, wo ich Kawakami rufen kann. Könnte ich auch machen. Ich weiß zwar nicht, ob das was bringt, ob ich dann bei ihr was erreiche, aber egal. Wir sehen uns gleich, ne? Und da ist es Samstag geworden und ich kriege auch endlich wieder Nachrichten. Eine Nervnachricht von Haru, die unbedingt zum Schatz will. Aber ich könnte auch mit dem King trainieren oder ich könnte zu Takemi gehen. Ich weiß nicht, ob mir das was bringen würde. Mal kurz schauen. Ja, bei ihr könnte ich eine neue Stufe freischalten und ich glaube, dann kriege ich bei ihr diesen Discount, ne? Diesen Rabatt. Oder Moment, ich schau mal ganz kurz. Ja, auf Rang 7 kriege ich Discounten, den kann ich jetzt freischalten und das machen wir auf jeden Fall. Da gehe ich doch direkt mal hin und am Abend können wir dann Kawakami rufen. Denn ich habe durch die Arbeit im Beefball Shop wieder ein bisschen Geld verdient. Nur leider keine neue Stufe in Proficiency, aber was soll's. Alright, that's it for today. Oh, you're going home already? If you have some time, why don't you stay and enjoy an apple? It's a gift from one of my elderly patients. She gave... Alles klar, ich habe die Schneewittchen-Anspielung verstanden. Da ist Gift drin. Vor allem, sie sieht wirklich aus wie Schneewittchen. War das nicht so? Die hatte auch schwarze Haare, bleiche, so ganz blasse, weiße Haut. Na gut, sie hatte noch Lippen. Also ganz rote Lippen. Das hat sie jetzt nicht umgehört. Egal. Chief Oyamada. There was a medical conference nearby, so I thought I'd check up on you. Who's this? He doesn't look like a patient. He's a part-time staffer. I'm having him handle some miscellaneous tasks for me. So, do you have some business with me? I hear you stole one of my patients, a girl with bronchitis. Wird das so ausgesprochen in Englisch? Ich weiß nicht. She came here with her father. Bronchitis, you say? Well, I had no intention of taking her from you. I certainly didn't encourage her to visit my clinic. Moment mal, an das Mädchen mit der Bronchitis erinnere ich mich, aber jetzt mal ohne Scheiß. Patienten kann man nicht stehlen. Patienten haben ein Recht, sich ihren Arzt auszusuchen. Und wenn die sagen, die kommen lieber hierher als zu dem Typen, dann ist das die Entscheidung der Patienten. Ist ja nicht so, dass sie die in den Sack gesteckt geklaut hat. Naja. Well, I had no intention of taking her from you. I certainly didn't encourage her to visit my clinic. Now there's talk that the care at the university hospital is inferior to that of a general practitioner. Original medicine, huh. What you're doing here is simply absurd. You're right. Alter, lass dich doch nicht so runterkriegen. I would have turned a blind eye if you had just rotted away out here in this little town. But this is your final warning. Shut this place down and resign your medical license. Ja, das ist, hallo, das ist Nötigung, verdammt nochmal. What did you say? Hey, don't worry about it. You seem to be quite fond of her. Perhaps I should reveal this woman's true identity. Die kenne ich schon. She's a monster who tortured a patient with her unregulated medicine.
terrible, isn't it? She was such a brave girl, always smiling. What does this mean? Was? She passed away. Was? Wer jetzt? Das Mädchen mit Bronchitis oder was? Perhaps you'll suffer the same fate, huh? She's the plague, after all. Don't lie to me. She would still have some time. She should still have some time. She was slowly recovering. Her condition couldn't have deteriorated that quickly. But it did. You must have misjudged. Der Typ hat garantiert irgendwas damit zu tun. Now, back to the reason why I'm here. Don't ever take another patient away from me again. You don't want to make me angry. Was denn, wirst du dann zum Hulk oder was? Miva-chan's dead. No. No, no, no. But she's all I've been working toward all this time. Curing her was my only... There's no way. Don't lose hope. What I've been doing all this time. What was even the point? I can't... Ja, kann ich was tun? No, I'll be fine. Sorry. I feel better now. Thanks for your help, my little guinea pig. Ja, bitteschön. Also, kurz zur Übersetzung von dem Ganzen hier. Dieser Oyamada war halt ein bisschen sauer, dass die Takemi hier einen seiner Patienten geklaut hat, obwohl das natürlich in dem Sinne kein Diebstahl war, denn die Patienten, wie gesagt, können sich natürlich frei entscheiden, zu welchem Doktor sie gehen wollen. Und er hat eben gesagt, dass dieses eine Mädchen mit dieser seltenen Krankheit, mein Namensgedächtnis, hab den Namen vom Mädchen schon wieder vergessen. Kacke, ich hasse das, wenn das passiert. Egal, jedenfalls, Takemi hat ja versucht, die Krankheit von diesem Mädchen zu heilen und ist deswegen früher in Schwierigkeiten gekommen. Und das Kind ist jetzt wohl tot und damit ist praktisch ihr Lebenssinn mehr oder weniger weg, weil das war ja alles, wofür sie gearbeitet hat. Und offensichtlich wie das, aber ich denke ehrlich gesagt, dieser Oyamada hat was damit zu tun. Aber das werden wir, denke ich, im Laufe der Story hier noch erfahren. Aber ja, der Typ sieht es, also wirkt echt nicht gerade nett auf mich. Der Typ will sich, glaube ich, nur selber profilieren und berühmt sein. Der erinnert mich irgendwie so ein bisschen, oder mir kommt da irgendwie gerade der Gedanke an diesen einen Typen. Der Name, Überraschung, fällt mir auch nicht mehr ein. Aber das ist gar nicht mal so lange her. Da gab es mal diesen Fall von einem Arzt, der Patienten absichtlich Überdosen von Medikamenten gegeben hat, damit die dann einen Herzstillstand erleiden und er sich praktisch als Held profilieren kann, um die zu retten. Irgendwie, ich glaube, der Oyamada ist so einer. Das ist, ganz koscher ist der definitiv nicht. Okay. Damit habe ich jetzt erstmal für alle Items in der Klinik einen Rabatt gewonnen. Das ist doch auch schon mal was. Alright. Und im Laufe der Zeit werden wir, denke ich, helfen können. I wish I hadn't shown you that side of me. Naja. Passiert uns doch allen mal, oder? Wir alle haben mal schwache Momente, meine ich. Yeah, you're right. I guess it's fine, once in a while. Go on home for today. We will continue this another time. Und ich habe auch einen Punkt in Guts gekriegt. Der natürlich absolut keinen Unterschied macht. Alright. Aber was soll's. Take care. Die Kindness haben wir auch auf Stufe 5 gekriegt, also schaffen wir das bei den anderen Sachen auch noch. So, und wie ich erwartet hatte, hat Kawakami heute mal wieder Zeit für uns und ich habe 5000 Yen, die sagen, dass sie hier gleich vorbeikommen. Ja, ich kann sie mal anrufen. Das Spiel sagt mir noch nicht, ob meine Stufe mit ihr höher wird. Oh. Master. Kleinen Moment, ich drück das mal durch. I don't think my bond with Kawakami will deepen just yet. Okay, die Verbindung zu ihr wird nicht stärker. Hey. Mal einen ganz kleinen Moment. Ich ruf gleich nochmal an. Ich muss mal ganz kurz was gucken. Kann ich vielleicht bei ihr eine Stufe dazu kriegen?
Ich habe nur noch 3 Tage Freizeit, deswegen, oder besser gesagt, eigentlich nur noch 2, weil am letzten Tag muss ich dann die Calling Card schicken. Nee, eigentlich schon am vorletzten Tag, ne? Genau. Also ich habe eigentlich nur noch heute, am nächsten Tag muss ich dann die Calling Card senden. Oh ja, bei ihr kann ich eine extra Stufe freischalten. Mal ganz kleinen Moment, liegt dann Perk. Müssen wir mal nachschauen. Ja, bei Rang 5 kriege ich Kakoi Kusushi. Allows you to attempt escape even when surrounded by... Okay, das ist jetzt nicht so nützlich direkt. Ah, scheiß drauf, ich mach's trotzdem. Ich nehme mit, was ich kriegen kann. Ich komme, Hifumi, warte auf mich. Ach ja. Ich glaube, das sorgt jetzt nicht für Augenrollen, wenn ich sage, dass ich sie sehr hübsch finde. Aber wie gesagt, ne? Die Futaba ist meine einzige. Und das ist ihre Mutter, nehme ich an. Is this the, Entschuldigung. Is this young man a fan of yours, Hifumi? No, mother. Ja, was ist doch ihre Mutter? He's my shogi friend. I told you about him, remember? Your shogi friend, hm? Let me just say this. I hope you're not harboring any weird feelings for Hifumi. Mother! I'm sure you're already aware you are not allowed to date, young lady. You've started to attract a number of new male fans with all your photo spreads. Yes. Yes, mother. You can get 50 guys like him once you're famous. I need you to accomplish the things I was never able to. Sie sagt's auch noch verdammt nochmal geradewegs raus. Hab ich's nicht gesagt? Das ist so eine typische, wie heißt denn sowas? Da gibt's doch bestimmt einen Fachausdruck dafür. Das ist eine Mutter, die selber in ihrem Leben bestimmte Sachen nicht erreicht hat und jetzt ihre verlorenen, unerreichbaren Träume auf ihr Kind projiziert. Was für eine Schreckschraube. Ich hasse sie jetzt schon. Ich hasse schon ihr bescheuertes, blaues Leopardenmusterkleid. Und so wie es aussieht, hat sie auch viel zu viel Make-up auf dem Gesicht. Now I'm going to work. Don't wait up for me. I understand. Oh, meine Fresse noch eins. Wer so eine Mutter hat, ne? Sorry. I apologize. That must have been quite a shock. Ja, she is scary. Das kannst du aber echt jetzt mal sagen. Und sie findet's gut, dass ich das sage. That was quite honest of you. Not altogether inaccurate, though. My father is ill and unable to work, so my mother supports us. My mother used to be a local TV announcer, but she had to quit to take care of my father. My father was a pro shogi player. He's usually calm, but when he played, you could really feel his spirit. He never hesitated when making a move, just like a king. I really admired him, so I started playing shogi too. But after pouring everything he had into shogi, he suddenly collapsed one day. My mother's eyes, shogi stole both her dream and her husband. And yet, she tells me to keep playing. She wants me to achieve her dreams. I should be working to help support us. I want to become a professional so I can make enough money to ease my parents' burden. Okay, ich übersetze mal an der Stelle schon. Also es ist praktisch so, ihr Vater, Hifumis Vater, war halt auch ein berühmter Shogi-Spieler, der sein ganzes Leben damit verbracht hat. Eines Tages hat er aber dann einen Zusammenbruch erlitten. Hifumis Mutter, die bis dahin eine Sprecherin im Fernsehen war, musste dann praktisch ihren Job aufgeben, weil sie sich um ihren Vater und um Hifumi alleine kümmern musste. Und jetzt ist es praktisch so, dass sie von Hifumi praktisch will, dass sie berühmt wird, so wie sie es selber halt nie konnte. Und es ist relativ seltsam, dass sie Hifumi weiter Shogi spielen lässt, weil eigentlich, wenn man es mal genau nimmt, ist Shogi dafür verantwortlich, dass sie sowohl ihren Traum, also von der berühmten Fernsehmoderatorin, als auch ihren Ehemann verloren hat. Zumindest sieht sie es vermutlich so. Und Hifumi will jetzt praktisch unbedingt eine professionelle Spielerin werden, damit sie damit Geld verdienen kann, um ihrer Familie zu helfen. Ja, I do photoshoots and interviews, hoping they'll add some money to our household income. But it's honestly quite difficult for me. Du magst die Aufmerksamkeit nicht, hä? Huh?
Well, being in the public eye isn't bad itself. It's just... no one sees me as a shogi player anymore. They no longer recognize my skills. I'm not playing shogi in the hopes of becoming an idol. I simply love my family and I want to support them through our troubles. Oh man. This isn't good. I shouldn't be focusing on such negative topics before our match. Well then, let's play. Today I'm going to be throwing a lot of offensive moves at you. This will teach you how to escape from disadvantageous situations. I feel he from mistrusten. Okay. Ja, also sie fühlt sich halt nicht wohl damit, so in der Öffentlichkeit zu stehen, weil die Leute sie nicht als Spielerin wahrnehmen, sondern eher als so ein fast wie eine Art Model. Und ihre Mutter hat ja vorher auch gesagt, dass sie sehr viel Aufmerksamkeit von männlichen Fans auf sich gezogen hat. Und ja, zugegeben, ich habe ja auch vorhin gerade gesagt, dass ich sie hübsch finde, aber... sowas kann man denken, aber sowas ist wirklich nicht das Wichtigste, finde ich. Und ich kann sie schon verstehen, also dass sie wirklich hier als Spielerin wahrgenommen werden will und nicht wegen ihrem Aussehen. Okay, den Perk haben wir uns vorhin schon durchgelesen. Ich kann jetzt auch entkommen, wenn ich von Gegnern umrundet bin. Weiß nicht, ob das irgendwann mal noch nützlich wird. Ich glaube eher kaum, weil meistens treffe ich ja die Ambushes. Und selbst wenn, ich entkomme auch aus schwierigen Situationen. Okay, are you ready? Dead aura, my right eye is twitching now. It's time to unleash my hidden evil eye. I'll now, start. To a fair match. Ah ja. Auf jeden Fall habe ich einen Punkt in Wissen dazu begonnen. Ah, nicht schlecht, aber leider immer noch nicht auf Stufe 5. Alright. Kriegen wir auch noch hin. Ach ja. Ohne Scheiß, ne? Dass wir hier aber auch niemanden mal kennenlernen. Was ist denn los? Dass wir hier aber auch niemanden mal kennenlernen, der keine tragische Geschichte hat. I wanna go to Dome Town? Earlier I got some info that I can't turn a blind eye to. I got us two passes. Want to go and check it out tomorrow? Das Ding ist, ja gut, einen Tag habe ich ja theoretisch noch, ne? Ja, okay, gut, machen wir. Machen wir... aber was ist Dome Town nochmal? War ich da schon? Weiß ich gerade gar nicht mehr. Oder ist das jetzt schon wieder ein neuer Distrikt? Aber wenn es mit von Mishima ist, ist es meistens ein neuer Auftrag im Mementos. Deswegen machen wir das mal. Ach, Dome Town ist der Vergnügungspark. Interessant. According to my intel, there's a cheater who frequents this arcade. He gets his opponent to bet money and then cheats to win it all. Hey! Hey, was geht? Ah, warte mal, ist das nicht... hä? Ist das jetzt nicht die Geschichte, die wir schon hatten? Mit dem Cheater oder was? Hm. Oh, Pitman-san, what are you doing here? I'm humoring him? Was? Ich nehme da aus... nein, ich wollte runterdrücken. Ja, egal. Ich habe keine Ahnung, was Humoring ist, aber egal. Vielleicht ich betreue ihn oder sowas, keine Ahnung. Hey, what? You make it sound like I'm just forcing you. A superhero never rests, right? You have to train every day. Superhero? Yeah, we want to do something about that cheater who comes here. Cheater? Oh, maybe it was that guy I just beat. I handed his ass to him. And he ran home crying. Interessant. I was rusty at first since it wasn't Gunabout, but it was easy once I got the hang of it. What, really? But you're just a kid. This is kein Kid, this is der King, man. So what? Age is irrelevant. So, you know, I've seen your face somewhere before. Oh. Oh, are you Shinya Oda, the gaming prodigy? Don't address me without an honorific. Who are you anyway? You don't remember me? We fought one time in a tournament. It's me, Mishima. I don't remember. I fought way too many people. You'd only stick in my memory if you were something special. Aua, das hat ja weh getan. Wow, you really are the king. The way you talk sounds so cool. Nein, ist es nicht. Das ist definitiv nicht cool.
Who is this guy, your friend? Na, oh, Alter, kann ich nicht einfach sagen, dass er mein Freund ist, Mann? Das ist ja beides schlimm. Einfach nichts zu sagen, more or less. What's that supposed to mean? We are friends. Ja, aber warum kann ich das nicht einfach sagen, Spiel? Hey! Okay, also nur kurz zur Übersetzung. Es hat sich sowieso schon erledigt. Der Cheater, den Mishima hier aufhalten wollte, wurde schon vom King in den Arsch getreten. Und offensichtlich hat Mishima früher auch kompetitiv Spiele gezockt. Und war wohl mal in einem Turnier mit Shinya, aber der erinnert sich nicht an ihn. Pitman-san, do you have some spare time? Wanna go check out the theme park? There's no gun about here and I'm getting annoyed with all the people watching me. Let's go. Oh, was denn? Jetzt lässt ihn hier einfach stehen. Hey, Er kann unsere Taschen tragen. Kann aber mitkommen. Yeah, yeah, you can come along. Und beide mögen mich jetzt mehr. Das ist auch sehr schön. Wow, so kind. I knew the king had a big heart. See you. Well, see you. Okay. Alles klar. Bisschen Zeit mit Mishima und dem King verbracht. Und nichts dabei erreicht. Yay. So. You're back. I feel like we're forgetting something. Naja, es ist jetzt nur noch ein Tag. Wir müssen heute definitiv die Calling Card schicken, ne? No way. Looks like tomorrow is the deadline. What's your plan? We don't have that much time left. Ja, also, ja klar, wir schicken heute die Calling Card. Oder nicht? Hey. Was hab ich gemacht? Coffee, good for you. That is your name, yes? Ja? We received a tip regarding you. The infamous Phantom Thieves. Was ist los? However, your prior criminal assault means you are currently on probation, correct? Ich hab nichts Was hab ich gemacht? Didn't I tell you? Well then, you're coming with. I'm sorry, but it has to be. Ich glaube, ich habe mir zu viel Zeit you gelassen. Really screwed things up. Ich glaube, ich habe mir echt zu viel Zeit gelassen. Habe ich das jetzt echt falsch in Erinnerung? Ich muss es definitiv am vorletzten Tag machen, die Calling Card schicken, weil ich dann am nächsten Tag den Boss machen muss, ne? Is that the entirety of your testimony? Also ist das jetzt praktisch der Game Over Screen, wenn man so will. Do you have no intention of saying anything more? Or is the overdose? In any case, it seems it'd be a waste of time to speak to you any. It's a. Okay, ja, ich glaube definitiv, dass das hier gerade. Was zur Hölle ist. Oh. Okay, jemand hat uns weggeräumt. Ich spur mal vor, weil das ist definitiv nicht das normale Ende. So. Ja, das habe ich aber natürlich mit Absicht gemacht. Hust, hust, zwinker, zwinker. Damit ihr auch mal den Game Over Scream seht. Also das ist praktisch das, was passiert, wenn man sich zu lange Zeit lässt. Was ich definitiv nicht aus purer Doofheit gemacht habe. Absolut nein. Das lehne ich komplett ab. Ich sag jetzt auch gar nichts mehr ohne meinen Anwalt. Was? Zu einer Woche zuvor zurückkehren? Nö. Nö. Ich würde sagen, ich schneide jetzt an der Stelle. Werde das Spiel jetzt nochmal neu laden an der Stelle, wo ich zuletzt aufgehört habe. Werde das alles, was ich hier jetzt gerade gemacht habe, nochmal machen. Außer natürlich den letzten Punkt. Und dann sehen wir uns quasi zwei Tage vorher wieder. So, Freunde, da steigen wir doch einfach mal an der Stelle wieder ein. Ich habe alles genauso wiederholt, wie ihr es im Video vorhin gesehen habt. Und jetzt fragt uns Mishima wieder, ob wir mit ihm abhängen wollen. Und dieses Mal lehnen wir natürlich ab. Denn wir haben leider keine Zeit. Wir haben definitiv keine Zeit. Das Ding ist, ne?
Ein bisschen komisch ist es schon. Die nerven dich vorher, wenn du noch 2 Wochen auf der Uhr hast, nerven die dich tagtäglich. Wir wollen zum Ballast, wir wollen zum Ballast, wir wollen zum Ballast. Und dann aber, wenn du nur noch 2 Tage Zeit hast, sagt kein Schwein Bescheid, so wie, ey Junge, wird Zeit. Du musst. So, kann ich mir meine Pflanze kümmern? Ja, klar. Hier, Garden Energy. So, bitteschön. Kindness, die mir nichts mehr bringt. So. Alles klar. Und jetzt rufen wir die Leute zusammen, denn wir schicken die Calling Card. Beziehungsweise, was sagt denn die Zeit? Beziehungsweise, passt mal auf. Moment, ich drücke euch mal durch. Sorry. Oh, wartet mal. Jetzt haben die hier alle ihre Winterklamotten an, ne? Ich guck nochmal ganz kurz. Ja, sieht schick aus. Vor allen Dingen Futaba mit dieser so halb unter den Schultern getragenen Jacke. Mit dem Fellkragen. So, ja, Leute, danke, danke, danke. Wissen wir alles. Die erklären jetzt praktisch, wie ihre Paläste so ausgesehen haben. Couldn't you use that to make a dream world filled with places and people you love? Man, places are super promising. Palaces are super promising. My greatest hopes and dreams might still come true. Well, it's kind of impossible this time. But maybe we should try in the future. Ja, klingt nach Spaß. In any case, if Haru followed that conversation, there is nothing else we need to teach her. Ja, ne, in der Tat. So, Leute, sorry, ich muss mal ganz kurz nochmal weg zum Speichern. Ne, ihr verschwindet derweil in eine andere Dimension und seid dann eine Sekunde später wieder da, wenn ich den Tisch hier wieder anquatsche. Keine Ahnung, warum die nicht einfach sitzen bleiben. So, ich speichere jetzt an der Stelle und sag schon mal tschüss. Nächste Folge, dann kommt das Finale von Okumuras Palast. Ich bin schon mal gespannt, was er als Boss so drauf hat. Aber ich denke, wir haben starke Personas, wir haben starke Verbündete. Wir kriegen das in Hamburg bisher immer. Ihr vergesst jetzt bitte nicht die übliche Bewertung. Und ansonsten sehen wir uns dann das nächste Mal. Ciao!